Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier auf Berg und sehen natürlich gerade, Event läuft auf alle Fälle noch. Von daher würde ich sagen, checken wir auf jeden Fall die Lage. Unser Ohnezahn ist nämlich zurück. Außerdem hat Johan neue Beute für uns. Ist natürlich auch nice. Vom Material her sieht es natürlich auch nicht so verkehrt aus für uns. Ich werde erstmal die Akademie checken. Da sind auf jeden Fall noch, wie ihr seht, drei Plätze frei. Von daher können wir uns auf jeden Fall da erstmal entscheiden, was wir da so machen. So, außerdem brauchen wir natürlich 3210 Wikinger, um das Gebäude hier weiter aufzuwerten. Klar, ich könnte das auch hier erweitern, will ich aber erstmal nicht. Also die 2490 Runen will ich eigentlich nicht so wirklich auf den Kopf kloppen. Klar, ich könnte dann mehr Drachen pimpen, das wäre eigentlich ja nicht so verkehrt. Aus dem Grund könnte ich es mir natürlich auch überlegen. Aber vielleicht will ich die Runen vielleicht auch für was anderes auf den Kopf hauen. Von daher lasse ich es erstmal sein. Also ich weiß nicht, wer von euch hat das vielleicht schon gemacht? Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Wäre ein cooles Ding von euch, oder wer sagt, ja, mach es auf alle Fälle, oder sagt, na ja, hast recht, spar dir erstmal noch die Runen und mach das später. Also wie gesagt, ich würde mal gerne wissen, wie ihr das so seht. Von daher schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, holztechnisch sieht es natürlich wieder mal mega krank aus. Aus dem Grund würde ich sagen, gucken wir erstmal, wen wir hier eventuell noch ein bisschen pimpen können. Ich würde fast sagen, wir werden den Schiffbrecher erstmal weiter pimpen. Können ihn für 22 Stunden 20 Minuten trainieren. Ich denke, das wäre ja nicht so verkehrt. 16 Mille kostet das. Das heißt natürlich, ja, wir können jetzt erstmal wieder ein bisschen Holz einsammeln. Den können wir auch gleich mal pimpen, unseren Windstupser. Jeden Tag 9 Stunden. Okay, das machen wir auch. 90 Mille. Und dann können wir uns natürlich gleich noch einen suchen. Ich weiß natürlich nicht, wen wir da so nehmen wollen. Aber ich denke, da fällt uns auf jeden Fall einer ein. Wir pimpen erstmal hier Sumpchen auf. 70 Mille. Das können wir uns auf jeden Fall erstmal nicht so wirklich leisten. Aus dem Grund könnten wir Sumpchen erstmal wieder losschicken. Ah, was sammelt Sumpchen? Das ist natürlich die Frage. Sammelt der erstmal Holz? Und der sammelt erstmal Fisch. Dann müsste ich eigentlich nochmal gucken. So, einer kann auf jeden Fall noch Holz sammeln. Dann müssen wir, wie gesagt, noch gucken, was so geht, für wen wir uns entscheiden. Also, wie gesagt, da bin ich natürlich auch noch nicht. Ja, den könnten wir erstmal nehmen. Oh nee, jetzt habe ich natürlich was übersehen. Wir können die gleich nochmal zurückziehen. Dann schicken wir die natürlich erstmal lieber wieder los. So sieht es da erstmal wieder so weit ganz in Ordnung aus vom Material. Also holztechnisch ist unser Lager eigentlich wieder so gut wie voll. Fischtechnisch, naja, da geht's. Also da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Müssten jetzt aber, wie gesagt, erstmal gucken, welchen Drachen wir trainieren. Vielleicht den Windstürmer. Das wäre eigentlich auch eine sinnvolle Sache. Was kostet das? 4 Eisen. Können wir eigentlich investieren? Was sagt ihr? Was würdet ihr tun? Ich denke, das wäre eigentlich ja nicht so verkehrt aus dem Grund. Schicken wir den erstmal los für 4 Stunden. 5 Minuten und müssen uns dann natürlich erstmal gedulden, was wir dann anschließend mit dem machen können, ob wir den mit unserem Fisch irgendwie füttern können oder nicht. Also werden wir sehen, müssen wir gucken. Dann checken wir erstmal unsere reisenden Drachen. Hier sind wir bei unserem Muffel, der ist bei einer Reise Nummer 42. Wir schicken den gleich nochmal neu los. Gehen auf, naja, verschwinde. Und gucken einfach mal, was da so geht. Die 250 Runen werden natürlich nice. Also von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Checken hier die anderen reisenden Drachen natürlich auch erstmal ab. Gucken da natürlich drin, was gibt es hier? Ah, 2 Runen, gut, okay. Kuppel oder Berge? Ich wäre für die Kuppel. So, dann haben wir hier oben natürlich noch unseren Sturmpfeil. Was hat der? Paket wäre nice. Ah, bitter. Wieder mal hatten wir auf keinen Fall so richtig Glück. Spielplatz oder Nahrung? Ich gehe auf den Spielplatz. Naja, gut, okay. Vielleicht wäre die Nahrung besser gewesen. Weiß ich nicht. Dann haben wir natürlich hier den nächsten Drache, der jetzt im nächsten Level ist. Und zwar auf der nächsten Stufe. Stufe Nummer 93 oder beziehungsweise Level 93. Das ist natürlich nice. Was haben wir hier? Was können wir hier machen? Drachengrat, Schlafplatz, Eiseninsel.
Da müssen wir natürlich auf Level Nummer 112 sein. Das ist natürlich mega krank, aber das wäre natürlich nice. Da würden wir auf jeden Fall gut was absahen. Das Ei wäre natürlich richtig cool. Von daher würde ich sagen, schließen wir das erstmal und können erstmal gucken, ob wir den eventuell, naja, pimpen. Ist nicht so wirklich drin aus dem Grund. Werden wir den erstmal wieder losschicken, aber hier können wir leider nicht hinschicken, weil die Wale funzt natürlich noch nicht. Level 112 dauert noch eine Weile. Schicken wir ihn erstmal wieder los für 3 Stunden, checken dann hier natürlich erstmal unseren Snoggle Talk kurz und wirk und gucken natürlich, was so geht. Machen wir einen. Wieder nicht. Alter, das gibt's da ja nicht. Ich glaube, mehr Pech kann man ja nicht haben. Können wir gleich nochmal losschicken. Jo, machen wir auch gleich. Bei Walker ist natürlich jetzt auch wieder Jutbambule. Hier seht ihr natürlich in der Akademie ist auch alles soweit schick. Dann checken wir natürlich erstmal unseren grünen Toten, würde ich sagen. Gucken da natürlich erstmal rein, was hat der für uns. Naja, gut, okay, den Stück Fisch, das nehmen wir einfach mit. Checken nochmal den Immerflügler und können dann natürlich, wenn wir wollen, auf jeden Fall nochmal in den Fight gehen. Also auf jeden Fall eine Keilerei. Gucken da natürlich, was so geht. Hier checken wir natürlich auch nochmal die Lage, das Mysterium-Paket. Ist auf jeden Fall immer relativ nice für Rekrutdrachen. Also finde ich auf jeden Fall. Funkenhüstler, okay. Der flüsternde Tod, der wahnsinnige Zipper. Ich weiß nicht, warum der blinkt. Ach so, der könnte vielleicht blinken, weil ich den gerade eingestellt habe. Würde ich jetzt auf jeden Fall mal so schätzen. So, dann schließen wir das. Können hier auf jeden Fall nochmal unseren ohne Zahn abchecken. Gucken hier erstmal rein. Ich meine, das ist ja wieder ein Event am Start. Von daher wäre es natürlich nice gewesen, wenn wir da ein bisschen was abgeräumt hätten. Aber gut, okay, hatten wir wieder mal Pech. Das Ei liegt hier in der Mitte. Von daher ist es natürlich wieder mal ein bisschen dumm für uns hier laufen. Aber ich würde sagen, wir probieren es gleich nochmal. Checken hier einfach nochmal Smidwag ab und gucken, was da am Ende bei rauskommt. Also ich hoffe natürlich, dass da was geht. Cool wert auf alle Fälle. So, Johann hat natürlich auch mal wieder was für uns. Für 45.000 Holz holen wir uns hier die komische Schippe. So, was machen wir dann? Was machen wir dann? Hier müssen wir jetzt noch warten. Unser ohne Zahn ist sowieso on Tour. Von daher ist alles super, alles soweit paletti. Wir haben natürlich auch noch ein paar Drachen hier im Hangar. Wen haben wir da? Den Gradflügler. Den pimp ich natürlich auch erstmal bis auf Level Nummer 48. Könnt den für jeden Tag 16 Stunden trainieren. 4,8 Mille würde der Spaß kosten. Also das wäre auf jeden Fall auch drin. Das einzige Doofe, was mir gerade einfällt, wir haben trotzdem noch Holz ohne Ende. Da müssen wir einfach mal gucken, was wir noch so machen. So, dann haben wir den Zahnhaken weiter trainiert. Der ist jetzt auf 34, ich klatsche gleich mal hoch, bis auf 36, könnte den für 12 Stunden trainieren, 675.000 Holz, würde es kosten, aber nö, unsere Akademie ist eh voll und außerdem habe ich da natürlich andere Drachen, die ich dann doch viel lieber trainieren würde, also von daher fällt das auf jeden Fall erstmal aus. So, was haben wir dann, hier die Sammlung, können wir mal gucken, hier sieht es natürlich nicht so prall aus, ich weiß nicht, wer von euch sucht hier irgendwie nach den Finsterhorn-Gegenständen, also würde mich mal interessieren, also ich finde es natürlich mega lang, wenn man hier was suchen will, aber der Spitzdrache, ja, gut, okay, das kann man schon mal bringen. Finsterhorn, der Nachtterror. Hier haben wir den Smidwag, da können wir auf jeden Fall auch was bekommen. Wie gesagt, der Finsterhorn wäre natürlich auch mega nice. Also ich finde es natürlich richtig cool, was der hier in 29 Sekunden so reißt. Also das ist natürlich schon das absolute Highlight. So, was haben wir dann? Wir gehen auf jeden Fall erstmal in eine Keilerei, gucken da natürlich nach. Oh, wir können ja auch noch 2 Pakete einsammeln, beziehungsweise gleich noch ein drittes. Die eins haben wir sogar schon eingesammelt, also wären dann am Ende doch 4 Stück. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Rekrut-Paket hier auf Stufe 5 an. Okay. Den Sturmschneid nochmal 4-mal. Das war natürlich nicht so pralle. Was haben wir hier in unserem 8-Stunden-Paket? In dem Elite-Paket 11-mal den Skrill. Okay, 10-mal den Sturmschneid. 10-mal den Holzklau. 3-mal den Knochenräuber. Gut, okay, das nehmen wir natürlich mit. Und dann würde ich sagen, könnten wir hier eigentlich auch erstmal gucken, ob wir hier noch ein paar Drachen pimpen können. Hier den Skrill können wir aufwerten auf Stufe Nummer 10. Den machen wir natürlich auch erstmal. Machen den noch ein bisschen stärker. Und dann gehen wir natürlich erstmal wieder zurück. Und dann würde ich auch sagen, werden wir uns erstmal um den ersten Fight kümmern. Hier eine Keilerei, checken hier auf jeden Fall ab, was so geht. Also ich bin gespannt. Aber der Gegner, naja, da denke ich, sieht es auf jeden Fall gut für uns aus. Ich glaube, da haben wir gute Chancen, hier einen Sieg nach Hause zu fahren. Also wir fangen einfach an und lassen uns einfach mal überraschen, was der Gegner hier zu bieten hat. Geh erstmal auf den linken. Der ist natürlich auch gut krass.
So, jetzt müssen wir gucken, was so geht, was hier am Ende bei rauskommt. Da bin ich natürlich selbst gespannt, wie sauer, weil ich glaube, es sieht sehr, sehr gut aus für uns, weil die Wallik zieht jetzt einfach mal meine Spezialattacke. Kill den einen, den anderen mache ich natürlich auch fast platt und den anderen zieht natürlich auch gut derbe was ab. Von daher sieht es auf jeden Fall gut aus. Klar, jetzt haben sie erstmal nochmal ein bisschen gesund gemacht, aber es kann uns erstmal egal sein. Ich würde sagen, wir ihn erstmal nochmal auf den. Gehen dann auf jeden Fall nochmal auf den hier hoch. Und dann müssten wir den Sieg eigentlich süd wie in der Tasche haben. Also wenn ihr irgendwas anbrennt, müsstet eigentlich funzen, ohne dass wir ihn verlieren. Wir ziehen nämlich nochmal unsere Spezialattacke raus und holen uns dann am Ende den Sieg. Den klaren Sieg, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall mal wieder gut gelaufen. Ich denke, pokaltechnisch wird es nicht so gut ausfallen für uns. Aber doch, 36, das ist natürlich nice. So, dann kriegen wir noch ein 3-Stunden-Paket. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Fight. Ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich vom Update? Schreibt in meine Kommentare 1.23. 16H. Also wie gesagt, was haltet ihr davon? Was ist in euren Augen neu und was hätten sie sich sparen können? Also ich finde es natürlich nicht so cool, dass es jetzt immer dunkel ist. Also das müsste am Tag auch hell sein irgendwie. Aber dann sieht man natürlich den Kontrast so nicht mehr. Also von daher haben sie da eigentlich Overdutet einfallen lassen. Ich weiß es nicht, wie ihr sagt, wie seht ihr das? Was würdet ihr machen wollen? So, dann haben wir hier erstmal ein Häuptlingspaket. Da würde ich sagen, schlagen wir erstmal zu. Gucken hier erstmal rein. Oh, nochmal den Donnertrommler 9-mal mit dazu. 8-mal den Knochenräuber. Dann haben wir 8-mal den Sturmschneid. Alles klar, dann kriegen wir hier nochmal den wahnsinnigen Zipper 8-mal mit dazu. Und das warte. Okay. Können wir hier noch was aufpimpen? Jo, können wir. Und zwar unseren Donnertrommler. So, dann haben wir das erledigt. Ich kann hier erstmal wieder zurückgehen und die Globe mehr können wir heute doch. Den Sturmschneid können wir hier auch noch pimpen. Auf Stufe Nummer 11. So, dann gehen wir erstmal, wie gesagt, wieder mal zurück und können auf jeden Fall nochmal eine Keilerei gehen. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Suchen uns hier den nächsten Gegner und gucken einfach mal, was so geht, ob wir da hier wieder mal einen Sieg nach Hause fahren. Oh, der hat auf jeden Fall einen gut krassen Knochenroller und ich glaube, der kann uns auch das Leben auf jeden Fall richtig schwer machen. Also von daher müssen wir mal gucken, wie wir das am besten anstellen. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich richtig bitter. Das war erstmal gut, dass er nicht. Okay. So, immer nochmal darauf. Cool, der ist jetzt auch noch dran, das ist natürlich für uns relativ nice. Oh, der hat natürlich gesessen, der Schlag. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es weitergeht. Oh, der macht uns so gleich mal platt, das ist natürlich nicht so nice. Von daher müssen wir mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Aber ich denke, das sieht eigentlich auch nicht so beschissen für uns aus. Cool, dann können wir den nämlich erstmal platt machen. So, ich glaube, wir haben gute Karten, könnten hier so ja einen Sieg nach Hause fahren, wenn ihr alle, oder wenn nicht irgendwie was schief geht, also müssen wir mal gucken. Ich denke, wir greifen jetzt an, machen den Gegner platt. Jo, so sieht's aus, ging auf jeden Fall wieder mal ratzi-fatzi. Den Sieg haben wir in der Tasche, 10.300 Punkte hat, oder Pokale hatte der schon. Wir kriegen plus 60 mit dazu, von daher ist auf jeden Fall wieder alles glatt gelaufen. 8-Stunden-Paket oder beziehungsweise so ein Elite-Paket haben wir hier auch mit am Start. Von daher alles super, alles schick. Also ich bin auf jeden Fall megamäßig damit zufrieden. So, das nächste Paket können wir natürlich noch nicht öffnen, weil wir müssen hier noch 4 Stunden 42 Minuten warten. Aus dem Grund sind wir für heute eigentlich auch erstmal wieder so weit durch. Ich gehe nochmal hier kurz lang, check nochmal die Lage, ob wir noch irgendwie was machen können, aber ich glaube, hier ist nicht mehr so wirklich was zu tun. Doch, das habe ich gar nicht gesehen, hatte ich ganz übersehen und gar nicht mehr dran gedacht oder überhaupt gar nicht dran gedacht, ich weiß es nicht. So, aber ich glaube, mehr ist nicht zu machen, aus dem Grund würde ich sagen, kümmern wir uns darum auf alle Fälle nochmal schnell und dann sind wir auch gleich mal durch. Also ich weiß nicht, was sagt ihr, wird es heute was oder wird es wieder mal nichts? Ich lasse mich überraschen, wir drehen einfach mal am Rad und gucken hier einfach mal und, ey, wieder nee, wa? Alter, gibt's ja nicht. Alter, das ist echt richtig bitter. Und wenn ich sehe, wie weit es nur weitergeht, das ist ja voll die Verarsche. Naja, gut, okay. Können wir nichts ändern. Ist jetzt so, wie es ist. Von daher machen wir jetzt erstmal kein Hehl draus. Sind wir heute durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.